um die Arm-Finger-Koordination zu fördern. Benötigt wird hierfür nur ein Klebeband, ein A3 großes Papier und verschiedenfarbige Wachsmalstifte. Zunächst werden zwei Formen mit ablösbarem Klebeband auf ein Papier geklebt. Hierbei ist wichtig, dass die eine Form deutlich kleiner ist als die andere. Das Kind darf sich nun eine Farbe auswählen und mit dieser das Blatt über dem Klebeband anmalen. Die Bewegung des Kindes kommt hierbei, nun wie deutlich in dem Video zu sehen, aus dem kompletten Arm. Große Bewegungen ermöglichen einen flüssigen Schwung und ergeben maximale Bewegungsinformationen. Das Übermalen von kleineren Formen sollte mit einem lockeren Handgelenk und vor allem mit viel Fingerbewegung ausgeführt werden. Diese Bewegung ist für eine lockere Schrift entscheidend und muss gut trainiert werden. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann eine Form von hinten auf das Blatt geklebt werden. Dann wird wieder gemalt und das Kind darf die Form erraten. Oder eine weitere Variante wäre, das Kind mit Wasserfarben malen zu lassen, da hier die Pinselhaltung noch eine Rolle spielen würde. Je nach Thema oder Jahreszeit können verschiedene Formen gewählt werden. Zum Beispiel eine Blume zum Frühling oder ein Tannenbaum zu Weihnachten. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt eine coole Idee gefunden, um die Arm-Finger-Koordination zu trainieren.